Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jessica von Pixum. Ich zeige euch heute, wie ihr eine Vorlage für ein Pixum-Fotobuch von unserer Webseite herunterladen könnt, um diese dann in der Pixum-Fotowelt-Software für die Gestaltung eures Fotobuchs verwenden könnt. Viel Spaß mit diesem Video! Um zu unseren kostenlosen Fotobuchvorlagen zu kommen, klickt ihr von unserer Startseite zunächst in den Pixum-Fotobuch-Bereich. Dort scrollt ihr die Seite herunter, bis ihr zur Einbindung unserer Pixum-Fotobuch-Vorlagen kommt. Auf der Pixum-Fotobuch-Vorlagen-Seite findet ihr jede Menge Vorlagen zu unterschiedlichen Anlässen, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Ihr findet dort aber auch die Download-Möglichkeit der Pixum-Fotowelt-Software, falls ihr diese noch nicht auf eurem Rechner habt. Diese benötigen wir nämlich später, um die Vorlage öffnen zu können. Wir möchten heute zusammen mit euch die Pixum Fotobuch-Vorlage zum Muttertag herunterladen. Dazu einfach Vorlage kostenlos herunterladen und die Vorlage auf eurem Rechner speichern. Die Vorlage speichert sich automatisch im Downloads-Ordner eures PCs. Dort findet ihr jetzt einen Ordner, wo sich alle Dateien befinden. Wer möchte, so mache ich das zumindest immer, der kann sich einen separaten Fotobuch-Vorlagen-Ordner erstellen und zieht sich dann einfach die heruntergeladene Muttertagsvorlage in eben diesen Ordner. Dann habt ihr immer alle Fotobuch-Vorlagen ordentlich zusammen in einem Ordner und wisst, wo ihr diese später findet. Im nächsten Schritt müssen wir die Pixum Fotowelt Software öffnen. Die habe ich jetzt schon auf meinem Rechner installiert. Oben rechts gibt es das Fensterchen Datei und dort geht ihr auf ein anderes Projekt öffnen. Geht dann einfach in euren Fotobuch-Vorlagen-Ordner oder eben dorthin, wo ihr eure Vorlage abgespeichert habt. Geht in den Muttertags-Vorlagen-Ordner und dort ist wichtig, dass ihr die Datei öffnet, die mit der Pixum-Sonne vorne gekennzeichnet ist. Und schon erscheint eure Vorlage. Jetzt müsst ihr nur noch euren Ordner wählen, wo ihr eure Bilder abgelegt habt. Jetzt hier einmal einen kleinen Beispielordner. Und schon könnt ihr anfangen, eure Vorlage mit Bildern eurer Wahl zu befüllen. Ganz wie ihr das möchtet. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Abonniert doch gerne unseren Kanal, hinterlasst uns ein Like oder schreibt uns auch in die Kommentare, welche Features ihr euch das nächste Mal wünscht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!